Da sind wir auch schon wieder. Neues Video, neues Glück. Ja. Wir rauchen heute in Kallis Predator. Mit der Genie Kallix Bowl, Lotus oben drauf, mit zwei Alduhan Platin. Genau. Und was wir heute testen, ist für mich, für uns was ganz Besonderes. Da habe ich mich schon Ewigkeiten drauf gefreut. Und zwar geht es um den Al-Kashmir mit der Sorte Valhalla. Erstmal kurz zu dem Tabak. Das ist ein ganz besonderer Tabak mit Zigarrenblend vom guten Sascha aka Kashmir Hans, dessen Kanal ich auch unten verlinken werde und noch die Infoseite vom Shisha Forum hinzufüge. Und warum es mir ein besonderes Anliegen ist, dieses Review zu machen, ist einfach erstmal, weil der Sascha ein richtig cooler Typ ist. Ich habe lange mit ihm E-Mails hin und her geschrieben, weil der Al-Kashmir eine etwas schwierigere Kiste ist, also vom Kopfbau her. Aber der Tabak ist einfach so vielseitig, wie ich finde. Und der Sascha, der steht da auch einfach hinter und der hilft einem auch, wenn man Probleme hat, und ist einfach richtig super. Al-Kashmir könnt ihr nämlich auch nur direkt über den Sascha erwerben und kostet 45 Gramm in der OVP, 5,50 Euro. Dazu gibt es dann 65 Gramm Molasse für 3 Euro, das heißt für 100 Gramm zahlt ihr letztendlich dann 8,50 Euro, was, wie ich finde, vollkommen in Ordnung ist. Vor allen Dingen für so einen qualitativ hochwertigen Tabak. Und ich finde, das sieht man auch einfach an der Verpackung. Also das kommt daher in diesem Papierpäckchen. Na, zogen wir das mal raus. Das Ganze ist richtig schön vakuumiert. Das ist richtig schön getrockneter Tabak, der vorsussiert wurde, also mit Aromen schon mal vorversetzt wurde. Um halt diese 5% auch so ein bisschen einzuhalten und das Ganze schon mal halt vorzuaromatisieren, ähnlich wie bei dem Golden Pipe. Nur ich finde alleine schon bei der Verpackung, dieses Vakuumierte, das macht schon einfach einen deutlich hochwertigeren Eindruck als jetzt bei anderen Herstellern. Mhm. Weil einfach auch so die ganzen Aromen und so da drin bleiben. Und ich persönlich finde es einfach, es ist gleich was ganz anderes, wenn man es in der Hand hat. Und auch dieser dunkle Tabak ist schon eine richtig geile Kiste, ich feiere das sowieso. Dazu gibt's dann in diesen kleinen Pülleken die Molasse zum Anfeuchten. Auch schick gelöst das Ganze, finde ich. Ich schraub das mal auf. Träufelt ihr drüber. Oh, richtig super Sache. Ja, mir geht einer ab bei dem Tabak, ohne Witz. Das ist einfach richtig geil. Was lachst du? Entschuldigung, alles okay. Ich vergleiche den Tabak auch immer ganz gern mit so einem guten Whisky einfach, weil... Ja, das ist jetzt nicht so, ich will jetzt keinen Namen nennen, so dieser Tabak, so überaromatisiert, total chemisch, trieft wie Sau, so in Anführungszeichen einfach so ein billig Scheiß dahingerotzt, raucht wie blöd, aber am Ende ist das einfach nur Rauch. Ja, das ist so, als wenn ihr, weißt du, ihr sagt, ihr seid Whisky-Trinker und haut euch dann so ein Jim Beam hinter den Latz oder so, also richtig, ne, taucht nicht. Und das Ganze ist einfach, diese Sorte ist einfach richtig komplex, weil die Sorten, die mögen dem einen oder anderen erst komisch erscheinen oder so von wegen so, oh, das kann ja gar nicht schmecken. Aber es ist alles, das harmoniert, es passt zu dem Grundtabak, die Sorten passen einfach, es ist einfach richtig geil. Also, die Sorte ist Valhalla und das schmeckt nach Walnussfenchel. Ich habe eben schon mal dran geschnuppert, der riecht echt cool. Also, ihr habt, wenn ihr dann riecht, eine derbe Walnussnote, wie ich finde, und dann so von hinten so eine Fenchelnote. Also echt cool, muss ich sagen. Also der Geruch, der von Valhalla, das ist so einer meiner Favorites, der hat mich richtig umgehauen. Mein Bruder meint, das riecht nach Holzlasur. Der Bruder hat keine Ahnung. Der ist Tischler. Ja, aber... Also ich meine, Holzlasur riecht nicht so. Keine Ahnung, ich würde dann wahrscheinlich den Tisch essen oder so. Weil es riecht einfach richtig, richtig geil, intensiv nach Walnuss. Im Hintergrund diesen frischen Fenchel, den ihr auch im Supermarkt kaufen könnt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Fenchel probiert hat. Das erinnert und das geht leicht in die Richtung Anis. Aber nur einfach so ein bisschen einfach frischer, lebhafter. Boah, muss der trinken, ey. Oh, trinken, das kannst du mir auch umgeben. Das ist alle. Ich hatte was Neues gemacht. Nein. Ey, das ist so ein Service hier. Trinken ist alle. Boah, Junge. Ehrlich. So, wir machen weiter. Bis zum Letzten. Ja, einfach jetzt der Geruch.
Im Vordergrund richtig geile herbe Walnuss mit frischem Fenchel. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Noch einen leichten Hauch Zigarrenblend, den man rausriecht. Und der Geruch, der ist schon mal richtig pornös. Ja. Die Rauchentwicklung kann sich auch sehen lassen, hängt aber stark auch ab von dem Setup, wie ihr ihn baut. Dazu komme ich nachher, weil das Bauen ist eine ganz andere Kiste als mit 0815 Tabak. Ja, der Geschmack, wenn man ihn raucht, was sagst du? Finde ich die Fenchelnote jetzt deutlich dominierender als im Geruch. Und so Walnuss von hinten her, also genau umgekehrt. Oh, das ist ein Service. Ich habe was zu trinken gezaubert. Das ist ein Service hier. Guckt euch das an. Klasse. Ich kann wieder Quatsch. Du quatschst nicht viel heute übrigens. Zum Leidwesen von euch. Ja. Nur ich stehen von mir auch. Ja, sorry. Ich weiß es nicht. Geschmack. Wir hatten etwas zu... Genau. Ja, habe ich ja schon gesagt. Also im Prinzip eigentlich für mich genau andersrum als wie im Geruch, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Schließe ich mich an. Gut. Guck mal, da sind wir uns da ja einig. Da ist die Walnuss kitzelt nur so ganz leicht von hinten, so einen leichten, nussigen, holzigen Abgang. Im Vordergrund steht eindeutig dieses leicht anislastige von dem frischen Fenchel. Wenn ihr ihn durchschneidet, dann suppt da aus dem Fenchel so ein bisschen dieser Pflanzensaft raus, der einen direkt an Anis erinnert. Und das so, das spiegelt dieser Tabak auch wieder. Aber ich finde ihn richtig angenehm zu rauchen. Und er hat auch einen erhöhten Nikotingehalt. Soll auch ein bisschen flashen, aber so wie ich ihn jetzt gebaut habe, geht's eigentlich. Hängt auch vom Setup ab. Und da kommen wir jetzt nämlich auch gleich zu der Problematik. Viele von euch sind abgeschreckt, oft, weil der schwer zu handhaben ist. Ich sag ganz klar, ich finde es nicht unbedingt was für Shisha-Anfänger. Aber wenn man ihn beherrscht, ja weiß ich, dann ist es einfach cool, dann bockt der Tabak ohne Ende. Ich habe ihn jetzt gebaut im Funnel, in der Genie Calyx Bowl, leicht angepresst. Mit dem Carlot Lotus und zwei Aldohan Platin und ich blende das Bild gleich auch nochmal ein. Weil ich habe gemerkt, so im Overpacking, ich wollte ihn erst im Overpacking rauchen, zwecks Intensität. Da habe ich ihn total verkackt. Der Kopf, der hat einen, nach 20 Minuten hat er einen zerrissen. Das war für mich dann unmöglich, den zu rauchen. Aber es gibt da mittlerweile so unzählige Kopfbauvideos, auch vom Sascha zum Beispiel, Kopfbau von oben. Da wird es erklärt, ihr müsst einfach für euch die beste Variante rausfinden. Aber an dieser Stelle, lasst euch nicht erschrecken von dem Tabak, sondern probiert ihn einfach wirklich, weil er lohnt sich. Er ist richtig geil. Mhm. Es ist so, Tangiers, finde ich, ist nochmal, ist eine richtig geile Sache. Das ist für mich einer der hochwertigsten Tabaksorten. Aber der Al-Kashmir kommt gleich danach. Das ist einfach richtig geiler, hochwertiger Tabak für aber einen schmalen Geldbeutel, wie ich finde. 8,50 Euro. Das geht. Für 100 Gramm finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Und ihr könnt es durchprobieren. Und der Versand beim Sascha ist auch richtig schnell. Also ihr bestellt den heute und meist habt ihr den morgen, übermorgen schon im Briefkasten. Ist einfach richtig geil. Noch so als kleinen Tipp, das Setup, was momentan überall auftaucht in den Gruppen, das Overgamping. Da geht der Al-Kashmir auch gut drin. Der Steve hat gesagt, er ist, oder ich habe es auch selber schon getestet, er ist dann richtig intensiv, also er schmeckt nur die Aromen raus. Aber für mein Empfinden war das mit der Kohle schwer zu handeln. Also wie gesagt, rumprobieren, probiert's einfach aus. Und ich finde, zum Shisha-Rauchen, zu dem Hobby, gehört auch einfach so ein bisschen dieser Entdeckergeist, dass man einfach mit den Setups rumprobiert. Weiß ich, ich laber mich hier schon wieder. Du laberst mit echt ziemlich viel. Ja, sammel was dafür. Ihr müsst wissen, vor dem Video habe ich noch kurz gepennt und bin gerade total aufgekratzt und deshalb ist mein Hals, der stirbt hier auch gleich schon. Der ist kurz trocken, weil ich nur am Quatschen bin. Deshalb, ich bin jetzt ruhig, ich trinke was und darfst gerne was sagen. Was soll ich noch großartig sagen? Was Al-Kashmir angeht, kann ich nicht so viel sagen, weil ich da übelst keine Erfahrung mit habe, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht redest du über das Wetter. Das Wetter ist gerade ziemlich scheiße. Also ich weiß nicht, bei uns scheint irgendwie gerade nicht die Sonne, regnet. Ja, das war so ein geiles Wetter heute Morgen, dann regnet es richtig behindert. Ja. Naja, was soll ich noch sagen zu dem Tabak? Auf jeden Fall von mir eine Kaufempfehlung, eine klare Kaufempfehlung, richtig geil. Valhalla Walnuss Fenchel ist einer meiner Favoriten, definitiv.
Ich habe jetzt auch noch da Sorten, die ich euch auch vorstellen möchte. Wäre einmal der Orient-Tee. Nein, den habe ich heute Morgen leer geraucht. Okay, der Orient-Tee nicht mehr. Die Guave habe ich noch da. Zwielicht habe ich da. Was Würziges habe ich da. Lemon habe ich da. Ja, und ich glaube, das war's. Der Lemon, der ist, also ja, das ist jetzt die Packung vom Lemon. 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 Das ist Zitronengras. So in den Mund kippen, ne? Das ist ja ziemlich geil. Also deshalb nochmal vielen Dank an Sascha und Daumen hoch dafür, dass du echt sowas Geiles kreiert hast. Ich feier das richtig, ich feier dich. Was gibt's da noch mehr zu sagen? Los? Ja, Sammelwasser getrunken. Deshalb, ja. Bevor ihr noch nachher Ohrenbluten von meinem Gerede kriegt, geben wir ab in die Endcard. So Leute, Endcard, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, dann halt nicht. Abonniert den Kanal, wenn ihr das schon gemacht habt und ja. Teilt das Video mit euren Freunden, denn ihr wisst, wir beobachten euch und erteilen lebenslanges Shisha-Verbot, wenn ihr es nicht tut. Ja, in dem Sinne würde ich jetzt fange ich an, verdammt. Das kommt nämlich, wenn man viel redet. So, Freunde. Nicht nur ich verspreche mich hier, der Kollege auch. Aber selten, selten. In dem Sinne, hallo, Wippu. Tschüss.